Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Hallo Jenseits». Mein Name ist Petra Eichenberger und ich arbeite als Medium. Mein Name ist Dorothea Muri und ich arbeite als Pfarrerin. Petra und ich glauben beide, dass der Tod nicht das Ende ist. Mit diesem Podcast möchten wir Zuversicht und Trost spenden. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Podcasts «Hallo Jenseits». Petra und ich befinden uns in Bern, in der Altstadt von Bern, an der Junkengasse 54. Die ist ganz nahe vom Berner Münster. Und da ist so eine Plakette angeschlagen vor dem Haus, wo drauf steht Gespensterhaus. Und der Grund, warum wir heute diesen Ort ausgewählt haben, um zu euch zu sprechen, ist, weil wir nach unserem Aufruf im letzten Podcast, euch doch bei uns zu melden mit euren Geschichten und mit euren Fragen. Viele Fragen kamen zum Thema, zeigen sich Verstorbene wirklich? Gibt es, wie sind die Phänomene, die manchmal ganz komisch sind, zu deuten? Gibt es Gespenster? Was ist Spuk? Und wie ist das zu deuten? Und wir haben gedacht, wir gehen einfach hier hin und sprechen darüber. Und jetzt Petra, gell, du hast dich da ziemlich in diese Geschichte vom Gespensterhaus eingelesen. Magst du etwas dazu erzählen? Ja, gerne, Dorothea. Und zwar hat mir eine Freundin von mir vor einiger Zeit mal etwas erzählt von diesem Geisterhaus, dass sie eine Stadtführung gemacht hat mit Bern Welcome. Und diese Stadtführung, die ist leider jetzt im Moment im Frühling, Sommer nicht mehr aktuell, also sie wird nicht mehr durchgeführt, aber immer in den dunklen Zeiten, also so Oktober bis März, kann man so eine Stadtführung buchen bei Bern Welcome. Und sie haben netterweise haben sie mir einen Auszug geschickt, dass wir auch wissen, ja, was ist denn hier passiert in diesem Haus. Hat mich auch Wunder genommen, ich habe es nicht gewusst und ich lese euch doch gerne vor, um was es hier ging. Dorothea, du kannst auch gleich hören, vielleicht ja, ist es auch für dich spannend. Ja, also bei diesem Geisterhaus geht es nämlich um eine tragische Liebesgeschichte. Ein Dienstmädchen verliebte sich in einen jungen Adligen. Der Vater warnte seine Tochter, weil er meinte, dass er sie niemals heiraten würde. Als der Vater des Mädchens die beiden im Schlafzimmer erwischte, jagte er die beiden aus dem Zimmer und der junge Adlige und seine Tochter fielen die Treppe hinunter und waren sofort tot. Und seither spuken und plagen diese beiden Seelen, so die Sage, immer noch die Menschen in diesem Haus. Die Geschichte geht noch weiter, denn heute wohnt niemand mehr an der Junkerngasse 54. Also dieses ganze dreistöckige Haus ist einfach leer. Unglaublich. Unglaublich. Aha. Ja, was meinst du, Dorothea, zu dieser Geschichte? Kannst du dir vorstellen, dass hier wirklich noch Seelen spuken? Also was ich denke, ist, dass wir sicher mehr sind als nur unser Körper, als aus Fleisch und Blut hier. Also ich bin wirklich sehr, sehr sicher, dass wenn wir sterben, dass das nur unser Körper ist, der zurückbleibt und der dann Kompost wird oder Asche. Aber dass jeder und jede von uns eine freie, ewige Seele hat, die weiterlebt. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass also ich bin auf jeden Fall sicher, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Und ob wir und wie wir dann irgendwie Verstorbene noch wahrnehmen und ob uns das ängstigt oder nicht, denke, das hängt dann damit zusammen, in welchem Verhältnis wir zu den Verstorbenen stehen, wie wir über den Tod denken und über das Leben nach dem Tod. Ja, ich denke, dass ob wir dann uns fürchten oder nicht, ist dann nicht so sehr von den Phänomenen abhängig, als vielmehr von unserer Einstellung und von unserer Geborgenheit, die wir in dieser Welt haben. Wie denkst du darüber, Petra? Ich habe selbst ein paar eigene Dinge erlebt in meinen jungen Jahren, wo ich auch sagen kann, vermutlich ist es schon möglich, Geister zu sehen.
Die andere Frage ist, ob sie einem dann wirklich plagen, ob sie dann wirklich einem stören oder einem etwas zu Leide tun können, so wie in Grusel- oder Horrorfilmen, das glaube ich eigentlich nicht. Aber dass sie sich zeigen und vielleicht auch Menschen zeigen, die besonders feinfühlig sind, das habe ich ja selbst erfahren mit etwa 9 Jahren. So wie ich es immer wieder erlebe, wenn ich medial arbeite, ist es wirklich auch der eigene Wille. Also wenn ich in der geistigen, also wenn ich verstorben bin und nicht in die geistige Welt möchte, dann kann ich mich auch entscheiden, nicht zu gehen. Vielleicht auch an einem Ort zu bleiben, der mir wichtig war. Ich habe schon von Geschichten gehört, wo zum Beispiel ein Haus abbrannte und die Mutter starb, die Kinder lebten weiter und die Mutter wollte einfach nicht dieses Haus verlassen, wollte ihre Kinder nicht verlassen. Mhm. Und dann kann ich gut verstehen, dass sie einfach meinte, sie könne so in diesem Zustand, in der Zwischenwelt vielleicht, ihren Kindern näher sein. Also dass solche Phänomene hört man ja öfters mal, könnte ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist, dass man einfach wählen kann, nicht in die geistige Welt hinaufzusteigen. Und vielleicht wirklich aus Liebe, gell, in der Nähe zu bleiben von Menschen. Was ich denke, ist, dass ja eigentlich die ganze Realität, so wie wir sie wahrnehmen, die findet ja in unserem Kopf statt. Also ich finde das so deutlich, wenn ich irgendwie einen Film schaue, das scheint so wirklich. Und eigentlich weiß ich, das sind ja nur Pixel auf einem Bildschirm und die setze ich dann in meinem Kopf zusammen. Und auch Geräusche, die ich höre, was ich daraus mache, das setze ich ja dann in meinem Kopf zusammen. Und ja, hier, ich habe es gerade noch gelesen, auf diesem Plakette, die da vor diesem Geisterhaus hängt, da steht: Die merkwürdigen Geräusche, welche die Fantasien anregten, gehen auf das Treiben von Mardern zurück. Und mich dünkt, das ist so, das ist schön. Jetzt je nachdem, wie man eben denkt und ob man irgendwie Angst hat, dann sind eben Geräusche, haben ganz eine andere Bedeutung, als wenn man sich in einer anderen Realität wähnt und sich irgendwie sicher fühlt. Mhm. Ich war gestern Abend bei Freunden zu Besuch, da haben wir Abend gegessen und da hat es plötzlich geknackt im Gebälk oben. Und mein Partner und ich haben nach oben geguckt und haben gefragt, wohnt da wer? Und da haben unsere Freunde gesagt, ja, die ersten paar Wochen, wo sie da gewohnt hätten in diesem Haus, hätten sie gedacht, das sei ein Gespenster. Aber jetzt haben sie gemerkt, dass es einfach das Holz ist, das arbeitet. Einfach durch die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht gibt es Spannungen im Holz und dann beginnt es zu knacken und zu knirschen. Ja, und das kann man dann unterschiedlich deuten. Aber ich möchte niemandem ausreden, also gerade wenn man sich wohlfühlt, weil man denkt, oh, das ist ein Zeichen von einem Menschen, den ich liebe, dann ist das doch eigentlich wunderbar, dieses Geräusch so zu deuten im Sinn von, oh, jetzt habe ich gerade gespürt, dass irgendwie mein Mann in der Nähe war, das ist ein Zeichen. Ich finde, wenn es gut tut, wenn solche Zeichen und Phänomene wohltun, dann um Gottes Willen nicht ausreden. Weil mich denkt, alles, was die Freude und die Liebe und die Geborgenheit in dieser Welt fördert, ist doch gut. Und ich denke aber auch, dass alles, was uns Angst macht und das uns trennt von der Liebe und von auch von der Verbindung zu uns selbst und zu unseren Verstorbenen, da habe ich das Gefühl, da kann man andere Gedanken wählen und andere Erklärungsmuster. Was meinst du dazu? Ja, das finde ich auch. Ich erlebe immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen, vor einer Sitzung oder auch nach der Sitzung, höre ich manchmal, wie sie ihren Verstorbenen wirklich spüren. Und oft sind das Zeichen aus der Natur, auch Tiere, zum Beispiel, dass man viel öfters Federn findet. Ja, nicht nur Federn, auch Vögel, kleine. Ich habe von einer Freundin eine Geschichte bekommen, war ein Vogel in einem kleinen Badezimmer plötzlich, als ihre Mutter verstarb. Und das war für sie so ein schönes Zeichen. Ich habe auch von jemandem gehört, da hat die ganze Familie immer wieder Marienkäfer gefunden. Oder überall sind sie aufgetaucht. Oder Schmetterlinge hört man doch oft viel. Ich habe schon ganz viele tolle Geschichten gehört, die
hierbleiben, die sind in einer Trauerzustand. Und wenn dann so etwas hilft und sie aufmuntert, dann ist doch, wie du gesagt hast, dann ist es doch schön, dann hilft es auch im Trauerprozess, wenn man spürt, dass vielleicht die Mutter oder die Großmutter oder das Kind noch irgendwie da ist. Ich habe letztens von jemandem gehört, von einer Mutter, dass immer wenn sie auf den Friedhof geht und ihr Mädchen besucht, da ist immer eine Katze. Und das Mädchen liebte Katzen. Das ist doch für sie ein schönes Zeichen, so oder nicht? Schön. Wir haben doch eine Zuschrift bekommen von einer jungen Frau. Und ich möchte die am liebsten vorlesen. Ja, gerne. Sie schreibt: Mein Großvater ist erst vor 3 Jahren gestorben. Als meine Großmutter dann eine lange Wanderung auf ihrem gemeinsamen Lieblingswanderweg machte, sah sie einen Raben. Und Raben waren die Lieblingstiere meines Großvaters. Dieser Rabe hat sie den ganzen Wanderweg über begleitet. Er ist von Baum zu Baum geflogen, sowie auf dem Wegrand vor meiner Großmama herumgehüpft, wie als würde sich mein Großvater somit von ihr verabschieden oder den Kontakt halten. Mich hat diese Geschichte sehr bewegt. Und die bewegt mich auch. Ja, das ist so schön. Hat sie begleitet? Hat sie begleitet. Mhm. Und ich höre solche Geschichten sehr viel, auch als Pfarrerin. Einmal musste ich ein Kind beerdigen, ein kleines Kind. Und ich erinnere mich, dass ich damals im Dachstock vom Pfarrhaus arbeitete. Das Fenster war geöffnet und ich saß an meinem Pult und ich war ohnmächtig. Also ich hatte das Gefühl, was soll ich da sagen? Trost gibt eigentlich keinen. Ich hatte zu der Zeit selber 2 kleine Kinder, die waren damals 5 und 7 Jahre alt. Und für mich war die Vorstellung, ein Kind zu verlieren, das absolut Schrecklichste. Und ich fand, das ist ein Hohn, überhaupt ein Wort zur Erklärung oder des Trosts oder irgendwie zu sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist das Schrecklichste, was einem passieren kann. Und ich saß da und fühlte mich als Pfarrerin unfähig. Und dann plötzlich flog eine Meise auf mein Pult, auf meinen Schreibtisch. Natürlich kann man sagen, Zufall. Aber was es mit mir gemacht hat, war, dass mir das Herz aufging. Mir liefen die Tränen runter. Und ich war so sicher, dass es mit dem Tod nicht zu Ende ist. Natürlich glaube ich nicht, dass man als Mensch dann eine Meise wird. Aber ich bin sicher, dass eben weil wir mehr sind als nur dieser Körper, dass wir eine Energie haben, die weit über uns herausgeht und die letztlich mit allem verbunden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Energie dieses Kindes vielleicht von einem Vogel aufgenommen wurde oder sich mit einem Vogel verband und einfach mir zum Trost und mir zur Aufmunterung einfach erscheint. Ich habe natürlich bei dieser Beerdigung dann von dieser Meise erzählt. Und das Schöne war, dass ich dann überhaupt nicht zu deuten brauchte. Ich habe nur erzählt, dass diese Meise gekommen ist und wie es mir ergangen ist. Und schön war, dass es für die Trauerfamilie ein ebensolcher Trost war wie für mich. Das ist sehr berührend, Dorothea. Danke fürs Teilen. Ja, das ist auch etwas, was ich sagen muss, wenn ich medial arbeite, dann sind die Verstorbenen für mich einfach wie Energie. Es ist eine Wärme, ein Gefühl von Energie, die manchmal kommt. Ich spüre vielleicht auch eine bedrückende Energie, das kann auch sein, aber manchmal ist sie auch sehr herzlich. Das ist so ein erstes Gefühl, ein Wahrnehmen. Letztens bei einem Jenseitskontakt hat mir der Verstorbene erklärt, oder besser gesagt seine Frau erklärt, dass er, sie hat sehr auf dem Land gewohnt, dass er immer bei ihr ist, und zwar in Form eines Greifvogels, welcher dann über ihr schwebt und sie ihn dann bewundern kann, beobachten kann. Und währenddem ich das sage, kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist? Das ist nicht nur ein Werbeblock. Nein. Nein, ich habe diesen Laut gehört von einem Greifvogel. Vielleicht war es ein Milan, ein anderer Vogel. Ich kenne mich ja bei diesen Vögeln nicht aus, aber zumindest habe ich dieses Gekrächze, dieses schöne Gekrächze gehört, diesen schönen Laut. Und dann haben wir beide aus dem Fenster geschaut und dann sahen wir ihn. Weit, weit oben im Himmel, ein Junger, ich würde sagen Milan.
war sehr, sehr berührend, wow. So ein Echo zu hören, so ja, schnell. Wow. Ich habe auch das Gefühl, dass die geistige Welt, die kann uns ja auch in Träumen erscheinen, also unsere Verstorbene, aber vielleicht eben auch in Tieren oder in Sonnenschein. Ich mag mich noch erinnern, bei meiner Beerdigung, bei meiner eigenen Großmutter, da habe ich so sehr an sie gedacht in der Kirche und plötzlich schien durchs Fenster die Sonne. Und sie traf mich wirklich im Gesicht. Und es war so wärmend und es war so schön. Ich habe auch gedacht, das ist jetzt ein Wink von ihr, der mir zeigt, ich bin hier. Ja, genau. Ich wärme dich. Wow. Und gell, du denkst ja dann auch nicht, deine Großmutter ist jetzt die Sonne. Sondern alles gehört irgendwie zusammen, ist miteinander verbunden. Und mir gibt es dann oft das Gefühl von, ich bin gesehen und gemeint. Mhm. Also, wenn ich irgendwie die Dinge, die mir tagsüber passieren, wenn ich die ganz, ganz persönlich nehme, wenn ich wirklich denke, okay, das ist irgendwie ein Wink an mich, dann merke ich, dass mir das eben überhaupt nicht Angst macht, sondern dass ich mich getragen fühle, dass ich auf meine Gedanken, auf meine Gefühle wie Antworten kriege. Und ich denke, das tun alle. Und was mich ganz wichtig dünkt, ist, dass wenn ich eben davon ausgehe, dass dies ein Lernplanet ist, auf dem wir Fehler machen dürfen und aus Fehlern lernen dürfen und dass da eine liebende Kraft ist, die uns umgibt und trägt und begleitet, dann gehe ich mit all diesen Phänomenen ganz anders um, als wenn ich denke, ich werde sofort bestraft, wenn ich einen Fehler mache und wenn irgendwie mir etwas erscheint, dann ist es sofort die Strafe. Und ich denke, das ist mit diesen Phänomenen von Verstorbenen vielleicht ähnlich. Also ich erinnere mich, ich durfte mal die Beerdigung machen von einem Jungen, der war noch minderjährig, der hat sich erschossen. Und ich war dabei, die Beerdigung vorzubereiten und ich habe versucht, mich in diesen Jungen hineinzuversetzen, um ihn zu verstehen. Also ich bereite Beerdigungen oft so vor, dass ich ein Bild vom Menschen zu mir nehme und dann einfach Fragen stelle und dann in mich hineinhorche und auf die Antworten horche, die in meinem Herzen dann entstehen. Und das gibt dann wirklich so eine Verbindung. Das ist eine spürbare Verbindung. Das ist nicht, also ich möchte nicht behaupten, dass ich dann den Menschen kenne oder so, aber ich fühle mich verbunden und das Herz ist dann weit offen. Und da wollte ich mich dran setzen an den Computer und dann die Trauerrede zu Ende schreiben. Und da erschien mein Bildschirm auf den Kopf. Und das war noch nicht so ein Computer, weißt du, so ein Surface, wo man den Bildschirm vom Laptop einfach umdrehen kann, sondern da stand einfach der Bildschirm auf dem Kopf. Und das ist mir vorher noch nie passiert. Aber ich sah alles auf dem Kopf. Und für mich war das tatsächlich wie ein Gruß von diesem Jungen. Da habe ich mich überhaupt nicht gefürchtet, sondern Ich hatte das Gefühl, okay, der fühlt sich irgendwie gesehen. Und das hat mich gefreut. Ich ließ das dann bleiben, habe 2-3 andere Arbeiten gemacht, die gingen gut. Und als ich mich dann wieder an die Trauerrede setzen wollte, irgendwie nach einem Kaffee, den Computer wieder hochgefahren, da war der Computer wieder, also der Bildschirm wieder auf dem Kopf. So. Und ja, als ich das der Mutter erzählt habe, fand sie das ein schönes Zeichen. Das war jetzt nicht, was sie gegruselt hat. Ja, das sind eben diese Zeichen, die uns meistens auch aufmuntern oder erwärmen. Als ich in der Medialitätsausbildung war, mussten wir ja untereinander immer üben. Und mein Gegenüber hat sich dann verbunden mit der geistigen Welt. Und dann, guten Morgen. Und dann hat sie meine Großmutter beschrieben, so wie sie war. Und irgendwann sagte sie, ja, also deine Großmutter, und ich hatte nicht so ein enges Verhältnis zu ihr, meine Großmutter sagte dann zu ihr, und das muss ich jetzt auf Schweizerdeutsch sagen, ich sage es dann noch, ich höre es glöckli. Und das heißt, ich höre ein kleines Glöckchen.
Und dann hat sie mich so angeschaut und ich habe zuerst nicht gewusst, was sie jetzt meint. Ja, was möchte sie mir sagen? Dann sagt sie, ja, immer wenn deine Großmutter ganz nah bei dir ist, ist es still, ist es dunkel und eben sie hört dieses Glöckchen. Und dann plötzlich fiel es wie Schuppen von mir runter. Und es war so ein beglückendes Gefühl, weil, vielleicht kennst du das, Dorothea, bei uns in der Schweiz gibt es so ein Matschi-Buch und dort gibt es ein Lied, eben ein Schlaflied, das heißt, ich höre es glücklich. Das läutet so nett. Das läutet, ja. Der Tag ist vergangen, ich gehe ins Bett. Ja, genau. Und dieses Lied habe ich doch meinen Kindern, zu dieser Zeit waren sie noch sehr klein, immer am Abend vorgesungen. Und das war für mich so schön, dass meine Großmutter, obwohl ich nicht so eine enge Beziehung zu ihr hatte, aber trotzdem anwesend war, weil sie dieses Glöckchen erwähnt hat und mir das zuerst gar nicht bewusst war. Ich habe gedacht, ja, meine Großmutter, die hat wahrscheinlich genug anderes zu tun, als bei mir zu sein, weil ich war nicht eine Enkelin, wo sie so eng verbunden war wie bei anderen. Aber das war für mich sehr tröstend zu wissen, meine Großmutter ist doch da und auch für meine Kinder. Oh, das ist sehr schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein Mensch gestorben ist, dass vielleicht die Verbindung wirklich enger und näher ist als vorher. Also in meiner Vorstellung, da geht man über die Grenze. Und dann lässt man all das, was eigentlich vor der Liebe steht, zurück. Also ich denke mir, dass man, wenn man dann mal drüben ist, dass man wirklich im Licht ist und in der Liebe ist. Und dass von dieser Sicht aus dann so vieles, was uns auf der Erde das Leben schwer macht und die Verbindung stört und vor der Liebe steht, dass das dann einfach weggefallen ist, weil es aus dieser Sicht überhaupt nicht mehr relevant ist. Und was ich jetzt noch ansprechen möchte, einfach weil ich selber als Pfarrerin schon so oft solche Fragen gehört habe, wo Menschen dann wirklich sagen, hey, aber ich hatte ein ganz schlechtes Verhältnis zu einem Verstorbenen und der wird jetzt sicher irgendwie, der verflucht mich wahrscheinlich aus dem Jenseits und alles Schlimme, was mir passiert, das kommt wahrscheinlich von dem. Da möchte ich, also gell, wir haben ja vor, das nächste Mal noch darüber zu sprechen, wir haben auch Zuschriften bekommen mit genau diesen Fragen, wie das ist mit Verstorbenen, zu denen man ein schlechtes Verhältnis hat. Da werden wir noch drauf eingehen, aber was ich schon an dieser Stelle sagen möchte, einfach um wirklich etwas Luft dran zu lassen und Angst zu nehmen, ist, dass ich denke, dass auf dieser Welt einfach alles da ist. Gute Gedanken und schlechte Gedanken, Krieg und Frieden, Gesundheit und Krankheit. Und dass das alles da ist, dass wir das einfach auch erleben dürfen, um zu lernen, wer wir letztendlich sind. Und ich glaube auch, dass wir wählen dürfen, wie wir über Dinge denken wollen und wie wir Menschen, die uns Mühe machen, wie wir denen begegnen wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man selber so in Gedanken ist von Angst und Hass und Vorwurf, dass man dann, ich habe schon das letzte Mal darüber gesprochen, von diesen Frequenzen beim Radio, ich stelle mir vor, dass man dann wie auf einer Frequenz ist, dass man einfach empfänglicher ist für genau diese Frequenzen. Das heißt, wenn ich eben im Vorwurf bin, dass mir dann Dinge begegnen, die auch dem entsprechen. In der Bibel steht, dass Gott nicht vergisst, man spricht manchmal von der Akasha-Chronik oder auch von der Palmblätter-Bibliothek. Und mir gefällt eigentlich der Gedanke, dass alles, was Menschen denken und fühlen, dass das alles wie so in Energieclustern, so Wolken gespeichert wird. Und dass, wenn wir hier auf dieser Erde rumlaufen, dass wir einfach Zugang haben zu diesen Clustern. Und das ist nicht schlimm. Wir haben einfach eine Wahl, wo wir gedanklich und gefühlsmäßig hineinstechen wollen, mit was wir uns verbinden wollen oder nicht. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so Phänomene wahrnimmt, wo es einem dann wirklich Angst macht und die grauenhaft sind, aber wo ich wirklich denke, man kann etwas anderes wählen. Man kann wählen, sich mit einer anderen Energie zu verbinden. Mit Christus zum Beispiel. Oder mit der Liebe oder mit Gott. Ich denke schon, man kann sich ausrichten. Das war jetzt eine halbe Predigt, aber was,
Was meinst du dazu, Petra? Du bist ja auch Pfarrerin, Dorothea. Du darfst schon predigen, ich höre dir gerne zu. Ja, im Grunde ist es sehr, sehr gleich. Ich würde es vielleicht auch anders formulieren. Ich würde es vielleicht für mich jetzt noch offener formulieren, dass es einfach eine göttliche Kraft ist. Ich kann ja nur das erzählen, was ich selbst erlebe als Medium. Und zwar, wenn es, und es ist ja nicht immer so, dass nur die Liebsten dann in der geistigen Welt sind. Ich habe öfters mal Verstorbene, die merken, dass sie nicht nur die Liebsten waren, zeigen mir dann reumütig schon bereits am Anfang, dass irgendetwas nicht gut ist, dass sie sich nur mir sehr, sehr langsam nähern, dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen verstecken hinter mir. Und wenn ich das merke, dann merke ich, ja, dann ist irgendwie etwas da, was angesprochen werden muss während dem Jenseitskontakt. Für mich ist es so, dass wenn man stirbt, man die Möglichkeit hat, seinen eigenen Lebensfilm anzuschauen. So wie ich es von den Verstorbenen erlebe, habe ich die Wahl, selbst die Wahl, mir so lange Zeit zu nehmen, wie ich eben Zeit brauche. Und vielleicht gehe ich zuerst mal ganz weit weg und bin bei mir. Vielleicht gehe ich in eine Art Kokon, je nachdem auch, wie schwer verletzt ich bin, wie schlecht es mir geht beim Tod. Sehr unterschiedlich. Aber dann, wenn Sie mir dann von Ihrem Lebensfilm erzählen und zum Beispiel auch von einer schwierigen Szene, dann gehen Sie in diese Lebensszene hinein und Sie sind nicht nur, ich mache jetzt ein Beispiel, Sie sind nicht nur der Vater in dieser Szene, sondern dieser Mensch, der Verstorbene, ist dann auch die Tochter, er ist dann auch die Mutter und er ist dann auch in Drittperson, also er sieht sich dann auch von Weitem, also er kann eine bestimmte schwierige Situation, zum Beispiel wenn ein Vater im Wohnzimmer Geschirr zertrümmert, weil er so einen großen Wutanfall hat, dann kann er die ganze Situation von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und durch diese Betrachtung, und ich sage immer, wir gehen manchmal mit Scheuklappen durchs Leben, also wir haben nicht so einen 180-Grad-Blick, aber in der geistigen Welt haben wir einen riesigen 180- oder vielleicht sogar 360-Grad-Blick. Wir sehen viel mehr und da geht es eben nicht mehr darum, böse zu sein, oder, sondern es geht darum, zu schauen, wie war ich? Ah, wie hat sich mein Gegenüber gefühlt, wenn ich das und das gemacht habe? Und dann habe ich noch nie erlebt, dass jemand böse war in der geistigen Welt. Noch nie. Mhm. Sondern ich merke eigentlich immer, es geht um Verzeihen. Es geht darum zu sagen, es tut mir leid. Und das ist doch das Schöne, wenn man in der geistigen Welt ist und die ganze, den ganzen Zugang hat zu allem. Dann ist man nicht nur eingeschränkt bei sich und hat vielleicht das Gefühl, ich bin ein Opfer, sondern man sieht auch, ah, warum habe ich mich so verhalten? Ah, das ist wegen der Kindheit. Und dann gehen sie in die Kindheit und schauen das mit mir an. Und da kann man ganz, ganz viel auflösen. Da gibt es Möglichkeiten, dass sie oder er kann vielleicht auch sagen, ja, ich verstehe jetzt meinen Vater, ich verstehe meinen Mann, warum er so und so reagiert hat. Und vielleicht kann ich irgendwann auch verzeihen. Vielleicht ist es in der Sitzung schon möglich. Vielleicht merke ich aber nein. Oder die Verstorbenen sagen manchmal auch, sie muss das jetzt noch gar nicht sagen. Sie muss jetzt nicht sagen, sie nimmt meine Entschuldigung an. Aber ich möchte sagen, ich entschuldige mich und es tut mir leid. Und ich lasse ihr Zeit. Oder ihm. Also es kommt immer darauf an, die Situation. Und das finde ich so schön. Also es ist großartig, die geistige Welt. Und es geht auch nicht um Strafe, möchte ich noch sagen. Genau, es geht nicht um ein Fegefeuer, um irgendwie einen Teufel, der einen bestraft. Weißt du, was ich mir oft vorstelle? Weil für mich ja Gott die Liebe ist und die Lebensfreude und die Verbundenheit. Da stelle ich mir immer vor, wenn ich in einem Zustand bin von Angst und von Sorge, da stelle ich mir vor, okay, wenn ich Gott auch in mir habe, so, wenn Gottes Geist auch in mir wohnt und ich in diesem Zustand bin von Sorge, dann ist die Distanz von dem, was meine innere Weisheit, die ich als göttlich bezeichne, dann ist die Distanz ganz groß. Und dann nehme ich das als Zeichen, dass ich auf dem Holzweg bin. Das heißt, ich fühle mich auf dem richtigen Weg, wenn ich merke, hey, da ist Begeisterung, Gwunger, Neugierde, Interesse, Freude, Verbundenheit. So, dann merke ich immer, wow, da habe ich die innere Führung mit mir
Und wenn ich in einem Zustand bin, wo ich in der Erstarrung bin und in der Angst, deute ich das wirklich von, oh, ich habe meine innere Führung verlassen und jetzt bin ich im Irrtum. Und eigentlich fände ich das schön, auch mit den sogenannten Spuk- und Geistergeschichten so umzugehen. Im Sinn von, wenn uns etwas begegnet und das erfreut uns, dann haben wir die Möglichkeit, das so zu deuten, dass uns das Herz aufgeht. Und ich würde euch alle einladen, diese Phänomene so zu betrachten und wirklich als Liebesgruß zu betrachten, der euch wirklich aufstellen kann. Und wenn ihr spürt, hey, das macht mir Angst und mir gefriert das Blut in den Adern, wirklich euch zu überlegen, hey, welche Gedanken hege ich denn im Moment? Und wäre es vielleicht nötig, dass ich irgendwie einem Verstorbenen gegenüber irgendwie anders begegne? Vielleicht mir überlege, ob es nicht ein Ritual braucht oder ein Gespräch, wo es um Vergebung und Versöhnung geht. Da war schon wieder die Pfarrerin. Ja, weil es ist ja, ich denke, das ist ein Gesetz der Resonanz, der Anziehung und auch des Ausstrahlens. Ja? Wie bin ich in meinem Innern? Was ziehe ich an? Ist mein Glas immer halb leer oder ist es eben halb voll? Mhm. Und das kann man auch in der Trauer tun. Auch noch die positiven Dinge in seinem Leben zu sehen, bei allem Schweren, was hier ist. Mhm. Aber wenn ich dann die Mutter, der Vater, wer auch immer in der geistigen Welt ist, aber durch diese Zeichen, die ich erhalte, immer wieder präsent machen kann, dann ist das doch eigentlich schön. Ja. Weil dann leben sie weiter, vielleicht im Flackern von einer Lampe oder vielleicht bleibt mal eine Uhr stehen, vielleicht finde ich eine Feder, mhm. vielleicht trifft mich der Sonnenschein gerade unverhofft. Oder ich sehe einen, zum Beispiel auch Regenbögen, ist auch so ein Zeichen. Dann kommt ein Regenbogen einfach so daher in einer Zeit, wo es mir vielleicht ganz schlecht geht. Das ist doch schön. Das ist schön. Dann integriere ich die Verstorbenen, weil sie vielleicht nicht tot sind für mich. Sie sind schon körperlich tot, aber geistig leben sie weiter. Und das ist doch das Schöne. Und darum ist es auch mir als Medium wichtig, nämlich nicht nur den Jenseitskontakt, mit dem Jenseitskontakt zu zeigen, dass sie noch leben, sondern auch meine Kunden selbst oder alle Menschen natürlich selbst zu befähigen, in Kontakt zu treten. Aha. Weil vielleicht kommen die Zeichen ja auch, weil ich mich nicht achte. Vielleicht bin ich so in meinem Alltag, dass ich nicht spüre, dass ich mich vielleicht auch verschließe. Darum ist meistens auch eine Übung, mit den Händen zum Herz zu gehen mhm. und das Herz zu spüren, wie weich und wie warm es für einen selbst schlägt mhm. und dadurch dann die Verbindung zum eigenen Verstorbenen aufbauen zu können. Das ist etwas mega Wichtiges, was du zum Schluss noch gesagt hast, Petra. Die Verbindung zu einem selbst spüren. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Diese Liebe, von der wir sprechen, dass wir die für andere erst dann empfinden können, wenn wir diese Liebe auch für uns selbst empfinden. Und vielleicht können wir mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, zu mehr Liebe und zu mehr Frieden. Und was meinst du, Petra, wollen wir das nächste Mal darüber sprechen, erstens, wie wir die Liebe zu uns selbst finden und wie Vergebungsarbeit mit Verstorbenen aussehen könnte? Weil da war ja noch diese Frage eben, wie gehen wir um mit Verstorbenen, mit denen wir ein schlechtes Verhältnis haben? Da wäre eigentlich das Thema Versöhnung oder Vergebung eigentlich dran. Was meinst du? Ja, das fände ich sehr spannend. Das würde gerade so schön überfließen von diesem Geister eher negativen Thema, das ja gar nicht so negativ ist. Finde ich sehr schön, weil ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, was denn die Verstorbenen mir so zeigen, ja, was sie reuig macht, wenn sie an ihr Leben zurückdenken. Und da habe ich ein paar spannende Dinge festgehalten oder aufgeschrieben für mich. Und das bringt mich immer wieder auch zurück ins Jetzt, mhm. in mein eigenes Leben, zu spüren, dass jetzt gerade der wichtigste, der richtige Zeitpunkt ist. Und jetzt bin ich mit dir hier, Dorothea. Ja. Genau, es gibt jetzt nichts Wichtigeres, als jetzt mit dir hier zusammen zu sein. Ja. Weil wenn ich mich immer ablenken lasse, dann bin ich die ganze Zeit verzettelt, sagen wir hier in Bern. Und das ist das Schöne, bei sich zu sein, zu spüren, ich bin und du bist und im Moment zu sein. Und zu spüren, dass wir leben. Hey, das ist so einzigartig und kostbar, unser Leben. Und es ist so schade, wenn wir das nicht genießen.
Und es ist so schade, wenn wir die Hälfte unseres Lebens draußen halten wollen, weil wir in unserem Konzept das keinen Platz hat, sondern also ich stelle mir vor, wenn wir irgendwie eine Reise machen, zum Beispiel nach Costa Rica, da wollen wir in den Urwald rein und da wollen wir die ganz anderen Geräusche hören und da wollen wir das Abenteuer erleben. Und ich denke mir, wenn wir dieses Leben als Abenteuerreise betrachten, wo es nicht darum geht, dass wir möglichst nur in der Komfortzone sind und alles geht immer nur gemütlich und es ist immer irgendwie 24 Grad warm, sondern wenn wir wirklich auch die Wildwasserfahrten unseres Lebens genießen, im Wissen, dass es nur eine Reise ist und dass wir alle sicher wieder nach Hause kommen, dann habe ich das Gefühl, dann sind wir so anders in diesem Leben unterwegs, als wenn wir eben das Gefühl haben, der Tod sei das Schrecklichste, was uns passieren kann. Der gehört nämlich dazu. Genau, es gibt kein Leben ohne Tod. Genau. Das ist so. Wollen wir hier an dieser Stelle beenden? Da beenden wir. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und schreibt uns immer noch. Wir freuen uns über eure Zuschriften und verwursten alles irgendwann dann in einer nächsten Podcast-Folge. Genau, und es gibt auch noch ein paar schöne Fotos, die wir machen jetzt von dieser Altstadt, dass ihr auch seht, wo wir gerade sind, wo das Geisterhaus ist. Und wenn es euch noch interessiert, ich habe auf meinem YouTube-Kanal auch noch zwei, auch auf Hochdeutsch, zwei Meditationen. Die eine 30-minütige und die andere ist dann nur 15 Minuten, wo man sich wirklich mit seinem Verstorbenen verbinden kann. Ich habe gemerkt, dass die Leute manchmal eine Hilfe, eine Starthilfe brauchen. Vielleicht findet ihr dann irgendwann mal eigene Worte, aber das möchte ich euch gerne noch ans Herz legen. Werden wir noch verlinken. Und was ich anbieten kann, ich habe ja eine Coaching-Praxis, die nennt sich Aufbrechen ins Leben. Ich coache Menschen und ich biete gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts ein gratis 20-Minuten-Gespräch an, um einfach über eure Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.